Herzlich willkommen im Januar 2023 und wir sind bei der Divine Destiny Collection angekommen. Wir werden mit dem Young Living Spirit diesmal eine Ausnahme machen und uns den kompletten Monat, also den kompletten Januar 2023 oder dann, wenn du das Video siehst, mit drei Ölen beschäftigen, die wir hier in diesem Set bestellen können. Ich gebe mal einen Einblick. Hier ist eine tolle Broschüre mit enthalten, wo das beschrieben ist, wie wir die Öle anwenden. Und dann die drei Öle Daily Divine, I am Blessed und I am Creative. Warum machen wir diesen Young Living Spirit genau jetzt? Das sind Öle, die uns mit unserem höchsten Selbst verbinden und in unsere Schöpferkraft bringen. Es ist eine Ausrichtung für das komplette Jahr und überhaupt für unser komplettes Leben, unser komplettes Sein, dass wir in Leichtigkeit, Freude und Liebe verankert sind und aus dem heraus ganz frei fließend unsere Schöpferkraft, und zwar im Einklang mit unserer Seele, fließen kann. Einen tieferen Einblick habe ich gerade in dem Live-Webinar gegeben zur Divine Destiny Collection. Den Link hast du unter dem Video oder auch am Ende des Videos. Wir werden uns jetzt genau die Anwendung ansehen. Die Anwendung hat ein ganz konkretes Protokoll über 3 Wochen. Und wir starten, dass wir nur das allererste Öl verwenden, das Öl Daily Divine. Täglich göttlich ist als erstes die Basis, um uns zu verankern in der hohen Schwingung. In der inneren Erlaubnis, ich darf immer voller Licht sein, ich darf immer in meiner höchsten Verankerung sein, im Einklang mit meiner Seele. Und alles, was an Programmen, die das verhindert, im System ist, das darf dabei entlassen werden. Wir tragen das Öl da auf, wo es sich einfach stimmig anfühlt, wo die Resonanz ist. Das kann der Kehlkopf sein, das kann der Nasenrücken sein, der Scheitel hinten, diese Mulde, wo die Nervenzellen in das Gehirn hineingehen, ins Rückenmark gehen. Aber auch der Bauchbereich oder die Füße. Spüre jeden Tag aufs Neue, wo du das Öl auftragen möchtest. Mindestens einmal am Morgen empfehle ich die Anwendung. Du kannst sie aber auch zweimal machen. Du kannst zwischendurch das Öl inhalieren. Ich liebe die Kombination, das mit dem Salben des ganzen Körpers vom Young Living Spirit eins zu verbinden. Nach einer Woche schichten wir die Öle. Das heißt, wir bleiben bei Daily Divine und zusätzlich kommt das Öl I am Blessed, ich bin gesegnet, hinzu. Ich bin gesegnet, da geht es darum, die Gaben zu sehen und anzuerkennen, den Schutz, den wir immerwährend haben, und die Geschenke. Oft sehen wir nur bei anderen das Positive und bei uns selbst sind wir viel zu kritisch oder erkennen es nicht an, was das Besondere in uns ist. Und hier können wir mit geöffneten Händen und Armen in dieses Empfangen, in dieses Wahrnehmen gehen. Wir tragen, nachdem wir Daily Divine aufgetragen haben und auch in diese Stille und Präsenz gegangen sind, nun direkt danach auf die gleichen Körperstellen das I am Blessed auf. Das begleitet uns in der 2. Woche und in der 3. Woche ist das wiederum die Basis, die wir vor dem 3. Öl anwenden. Also erst Daily Divine I am Blessed und dann tragen wir auf die gleichen Körperstellen I am Creative auf. Und wir haben die Basis durch die ersten beiden Öle, dass wir in dieses Loslassen, in die hohe Schwingung, in die Empfänglichkeit gehen und daraus mit Leichtigkeit kreative Ideen entstehen können, Möglichkeiten, die Schöpferkraft wird angeregt. Und das ist das Besondere, dass wir nicht aus einem Muss oder aus einem mentalen Konstrukt heraus in die Schaffenskraft gehen, sondern aus der Freiheit und aus der Leichtigkeit. Mein Tipp ist, dass du morgens nach dem Aufstehen möglichst mit einer Meditation die Öle aufträgst, die ersten Öle, und dann eben mit einem Fokus auf das entsprechend Hauptöl dieser Zeit. Und tagsüber dieses Hauptöl
überall da stehen hast, wo du oft lang gehst und immer wieder an dem Öl schnupperst, das vielleicht in den Diffuser gibst, mit dem Öl die Einsalbung für den ganzen Körper machst. So hat mich, also diese Öle haben mich tatsächlich auf diese Art und Weise im vergangenen Jahr begleitet und auf subtiler Ebene ganz viel bewegt. Damit du dich damit gut verbinden kannst, habe ich noch zwei Ergänzungen zusätzlich zu diesem Young Living Spirit Video. Schau dir sehr gerne auch die Aufzeichnung von dem Webinar an, was ich live gegeben habe. Da erfährst du Hintergrundwissen, da hast du auch auf Folien nochmal die Übersichten, wie die Öle wirken, welche einzelnen Pflanzen in den Ölen sind. Und auch am Ende ab, ich glaube Minute 37, eine geführte Anwendung, wo ich alle drei Öle hintereinander mit den Teilnehmern zusammen anwende. Ich erstelle aber auch eine Meditation für jede Woche. Und da kannst du mit dem Hören über diese Meditation in die Qualität hineingehen. Du kannst es natürlich aber auch ganz frei für dich machen. In dem Sinne, damit darf das Jahr 2023 starten. Wenn du das Webinar noch nicht angesehen hast, kannst du dir das hier jetzt noch anschauen und geh gerne in die Meditation mit dem Daily Divine hier in dem zweiten Video hinein. Ganz liebe Grüße und ich wünsche dir damit eine ganz tiefe, wunderschöne Reise.